Recht herzlich willkommen zur 37. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, schauen wir mal hier rein. Wir haben jetzt hier gerade die Leute raus. Okay, den müssen wir erstmal kämpfen. Das machen wir hiermit. Und die sind aber auch schon ausgewählt, dass die da hinlaufen, ne? Genau. So, hier oben, das Schiff sollte nach oben fahren und dann machen wir da oben auch weiter. Färöer haben wir natürlich nicht befreit. Das war jetzt nicht so dolle. Haben wir ein bisschen geschlafen. Das ist schon wieder besetzt worden. Wie sieht es hier oben mit Island aus? Das ist noch unsere Farbe. Hier drüben haben wir noch was. Okay, 5000 Armeen. Da haben wir schlechte Karten. Tendenziell neige ich jetzt dazu. Nee, warte mal, lass das mal da und mach das mal so. Und schick die da mal runter. Und macht da keine Einheit, weil wir keine da haben. Rekrutenreserven sind alle. Schade. Na, ja, das ist schlecht. Lass mal weiterlaufen. Obwohl. Das bedeutet eigentlich. Dann gehen wir wieder aufs Schiff und dann gehen wieder zurück erstmal. Weil da wird es ja nur Dingens sein. Wie heißt es? Die Rebellen haben wir geschlagen. Das ist gut so. So, hier oben sind wir angekommen oder noch nicht? Ah, da sind sie jetzt. So, jetzt müssen wir mal Pause gerade drücken. Kriegsstern, ja, verlängern wir. King's Bounty, sind die rausgekommen? Okay, die lassen wir gerade noch stehen, bis sie das Land befreit haben und dann können sie da runter gehen. Und diese schicken wir jetzt hier hin. Die Runde wird von England besetzt. Das hat dann geklappt. Jetzt haben wir ein Friedensangebot. Weißer Friede wird abgelehnt. Und die gehen mal schnell da gucken, was da Sache ist. So. Lass mal weiterlaufen. Hatte drüben das Schiff noch entladen. Die müssten jetzt vor der Küste hier sein, oder? Beziehungsweise sind noch nicht vor der Küste, sondern nur auf dem Meer. Aber die können dann darüber fahren erstmal. So. Das beobachten wir hier besser, ne? Was hier so geht. Die Rebellen haben wir geschlagen, das ist super. Und die laufen jetzt darüber. Da ist ein Turm. Franzosen melden sich wieder, wollen 276 haben. Das sind nur noch 6%, wird weniger. Aber sollte gleich ein bisschen mehr werden, oder? Da kommt ein Angebot, das nehmen wir natürlich an. So, das haben wir besetzt. Jetzt ist nur die Frage, ob die den Turm besetzen können. Ich gehe von aus, nein. ...322 ist wieder mehr geworden. Jetzt lassen wir gerade eine Pause machen. Wir gucken mal gerade hier rein. Große Flotte und Picardy. Nehmt die Gegenreform an. Nein, das wollen wir nicht. Hier können wir was machen, und zwar 4 Könige. ...20% mit Zölle. Okay, und wie sieht das hier aus? Die Sense. Ne, dann mache ich glaube lieber die Sense. Das ist für mich wichtiger. Und nächste ist dann da. Jetzt haben wir Stufe 9, 8 und 6. Ja, die unten ist ganz schlecht. Produktionseffektivität gesteigert. Ach, das geht immer noch. Na komm, dann raus damit. Danach kommt ein neuer Kolonist. Das geht noch nicht, okay. Wie sieht es mit dem Geld aus? Ziemlich mau, ne? 4,59. Das ist noch zu wenig zum Abbauen. Wie sieht es hier aus? Wo kommen die raus? Ein Pale.
Das war hier auch, oder? Da kommen die raus, okay. Dann machen wir das doch ganz einfach so, stellen wir die darüber. So, das ist besetzt und die marschieren schon rüber. Okay, dann machen wir die Pause gerade raus. Gucken wir uns an, ob die da irgendwas ausrichten können überhaupt. Da oben ist eine Einheit. Wir haben 6er. Das ist aber auch kein Dingens. Gut. Wir haben jetzt hier unten wenigstens 8%. Ist die Frage, wie lange es dauert, bis der Turm da frei ist, ne? Das wird wahrscheinlich ewig dauern. Obwohl, die haben keine Moral. Vielleicht haben wir da eine Chance. Können bis da hoch dann. England auf. Ja. Gut. 299. Ja, keine Mission ausgewählt. Ja, wir können mal reingucken, aber da sind immer noch die gleichen. So, immer noch weißer Friede. Nö. Das ist jetzt wieder runtergegangen auf 7, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die sich so angeblich verbessern, dass wir da weniger haben. So, dann eine Debatte. Stabi haben wir 3, das ist also eigentlich nicht gut. Obwohl die Regeneration der Rekrutenserver plus 10 natürlich super ist, ne? Rottenbauer wird vom Kind entfernt. Plus 1, Stabi dazu. Kulturänderung, Unterhalt, Armee, minus 10, Verschleiß auch minus 5. Ich glaube, wir kümmern uns hier drum. Ja, das ist. Obwohl das hier top ist, ne? Wir nehmen das. 18% haben wir, super. Ne? Verliert militärische Macht 12. Gut. Verlieren ein Merkantilismus. Dukaten. Administrative, das war die erste, ne? Ja. Erhält 20 Lokalautomie in. Machen wir mal. Dann haben wir 56% erst. Korruption mitnehmen. Ja, komm. Ist so. Wenn wir noch einen machen, dann ist es sofort fertig. Zack. Haben wir's. Okay. Da geht jetzt nichts mehr, weil wir hier unter 6 gekriegt haben. Auch sehr schön. Das bedeutet, hierhin. Truppen haben wir nicht. Auch schön. Die sind jetzt dahin gegangen. Hier habe ich nirgendwo Truppen stehen. Das heißt, wir müssen ein paar davon abzweigen. Nehmen wir die aus und marschieren mit denen hier hoch. Die Schiffe gehen dahin. Gut, passt. So, dann ist es schwierig für die, das zu halten. Ich glaube, wir marschieren aber mit denen dann erst so lange darüber, weil das kriegen wir, glaube ich, befreit. Das ist lächerlich, dass das hier jetzt runtergeht, oder? Sind da noch nicht mal so viele drauf, das sind nur 2,2, ne? Hat ja wieder gut geklappt. 276. So, die schiffen wir rüber. Okay, Böhmen. Tolle Ereignisse in Böhmen. Wegen Bretagne. Guck mal, das ist schon wieder zurückgegangen.
Okay. Die bitte dahin. Fünf Prozent. Ja, um jedes Land, das wir mehr kriegen, geht das auch runter, ne? So ungefähr läuft's, oder? Okay, da hat es eine Kulturänderung gegeben. Darlehen können wir nicht zurückzahlen. Verweigern wir das gerade, leider. 276 abgelehnt, Weißer Friede abgelehnt. So. Jetzt fahren wir nochmal hier hin. Und wir nehmen nochmal ein paar davon weg. Wählen die Einheiten aus und schiffen die auch da oben hin. Oder bringen die da oben hin. Die fahren runter, ja. So, jetzt den Turm da erobern. Was das hier See macht, oder was? Oh, eine Einheit, okay, die wollten wir wohl schaffen, oder? Obwohl ich der Sache nicht glaube. Gut. Haben wir gewonnen. Die bleiben da auch schön stehen. Stopp mal, da oben blinkt was. Das müssen wir erst noch... Ah, schon weg. Die wollte ich noch haben. Und dafür müssen wir die verschiffen. Wieder 7% schon, ne? Ist auch toll, oder? Also hier ist noch alles im grünen Bereich, sozusagen. Da bin ich auch mit zufrieden. Und die Truppen bringen wir mal an Land. Reserve haben wir nicht. Da können wir auch nichts machen in der neuen Welt zurzeit dann. Ja. Ich glaube, wir fahren mit den Schiffen da gerade rüber und holen die anderthalb da weg, oder? Na, lass sie drauf. Die machen wir nichts und die gehen drauf. Okay. Also nicht kaputt, sondern auf Schiff. So, die auf Insel. Und da ist sogar einer drauf. Ist die Frage, ne? Ob wir vier Einheiten das schaffen. Wo sind die jetzt rausgekommen? Irgendwo war doch da jetzt was, oder? Nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt rausgekommen sind. Hier unten vielleicht? Nö. Auch nicht. Da. Okay. Nein, wir wollen keinen weißen Frieden. So. Jetzt bin ich weit abgedriftet. Und die sind noch gut dabei. Die kämpfen gerade da. Ja, müssen wir machen, ne? Ich weiß nicht, die sind aber eigentlich auch schon demoralisiert, oder? Die Frage, ob unsere vier Truppen das schaffen, ne? Das sieht nicht gut aus. Akzeptieren wir. Haben wir geschafft. Jetzt müssen wir das noch besetzen. 480, super. Da kommt keiner zurzeit raus. Das ist schon mal rot, das ist schon mal gut. Wir müssen unbedingt diesen Turm da kriegen, ne? Das zahlen wir diesmal zurück. Und die Shetney-Inseln sind jetzt besetzt. Oder ne, Färöer waren das nicht. Noch 84. Die fahren jetzt darüber.
Ja. Was passiert hier? Oh, schon Mauer durchbrochen. Das ist schon mal gut. Unsere Schiffe schon angekommen. Ja, sieht gut so aus. Dann gehen wir da mal rüber und gucken, ob wir da was anfangen können oder ob da noch irgendwo einer steht. Okay, im Pell sind sie rausgekommen, aber da stehen wir doch direkt drinnen, ne, oder? Unterhalt, Armee. Ja. Die kämpfen gleich. Gut, und das sieht auch gut aus dann. Jetzt hätte ich mal erst hier anlanden sollen, um zu sehen, dass da keiner drin ist, ne? Das kann nämlich auch schief gehen. So, die Rebellen haben wir unterdrückt. 34% haben wir jetzt übrigens wieder, ne? Nur wegen Orkney verändert und nur 96. Ich möchte das nicht so haben. Okay, das hat geklappt. Darlehen zurückzahlen. Machen wir jetzt mal einfach. Obwohl, da kommt dann gleich wieder eins wahrscheinlich. Das können wir jetzt nicht. Okay, okay, das ist da unten. Das müssen die Franzosen dann regeln, ne? Machen sie da auch nicht. Sehr schön. So, lass mal weiterlaufen. Hier wäre es noch schön, wenn wir das mal kriegen. Brennen tut es auch schon. Das kann also jetzt nicht mehr ganz lange dauern. Jetzt dauert es doch lange, weil wir nicht mehr genug Truppen haben. Dann mal schnell dahin. Okay. 288, dann kommt schon der nächste rein. 264 wird auch weniger. So. In die Seestreitmacht investieren, nee. Diplomatische Technologien werden teuer, Kosten werden billiger. Obwohl, das können wir doch nehmen. So, lass weiterlaufen. Ich hoffe, die kommen dann mal hoch dann. Die brauchen natürlich jetzt ewig. Unsere Schiffe sollten mal wieder rüberfahren. Ja, das muss jetzt hier noch fallen, das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir wieder ein Darlehen aufgenommen. Hier nochmal reingucken. 528 wollen die jetzt haben. So. 248 verlängern wir. So, die Qualea tun das jetzt hier. Wahrscheinlich sind wir das bald los, ne? Könnten die jetzt dahin schicken, aber ich weiß nicht, wie weit was. Bring die erstmal dahin. Guck mal, das ist sogar noch rot geworden. Das war ja krass dann. Das war ja sozusagen der letzte Moment, ne? Und hier haben wir noch ein bisschen Geld. Auch ärgerlich. Ah, und das wäre sogar noch gegangen. Naja, jetzt passt es auf jeden Fall. Ist das nur ein Land? Ich glaube ja, ne? Zuverlässige Kaufleute. So. 312 wieder. Jetzt kontrollieren wir diese Provinz. Jetzt marschieren wir darüber. Machen das zu einer Einheit.
10% Abgaben. Lehnen wir erstmal noch ab. Wir machen das da oben noch. Dann gibt es nur noch eine Kolonie, die die haben. Aber ich würde mal sagen, das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.